Seit 50 Jahren versorgt das Wasserwerk Schwarze Pumpe die Region mit Trinkwasser. Ein langer Zeitraum. Vattenfall nahm das Jubiläum am Freitag zum Anlass, um auf wichtige Ereignisse im Wasserwerk zurückzublicken. Sicherlich einschneidend war für dieses Wasserwerk die politische Wende 1990, weil gerade nach 1990 auch infolge der demografischen Entwicklung einerseits den Wegzug der Bevölkerung hier aus der Lausitz war natürlich eine Anpassung der Trinkwasserproduktion notwendig. Natürlich auch gleichlautend mit Entwicklung der Trinkwasserpreise, wo wir sie natürlich in der Erzeugung auch in der gleichen Niveau an die entsprechenden Wasserverbände geliefert haben, war natürlich klar, dass die Trinkwasserproduktion angepasst werden musste. Seit Inbetriebnahme wurden am Standort Schwarze Pumpe knapp 400 Milliarden Liter Trinkwasser hergestellt. Mit dieser Menge könnte 10-mal die Talsperre Spremberg gefüllt werden. Die Trinkwasseraufarbeitung erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst wird das Wasser gekalkt und intensiv belüftet. Anschließend erfolgt das Herabsetzen der dadurch entstandenen Schlämme. Im Pumpenhaus wird das Wasser dann gefiltert, chloriert und zu Trinkwasser verarbeitet. In der zentralen Leitwarte werden alle Vorgänge gesteuert. Hier werden Daten erhoben und hier können alle Grubenwasserbehandlungsanlagen überwacht werden. Doch ab 2018 ist damit Schluss. Dann wird kein Trinkwasser mehr produziert. Aber keine Angst, für uns Verbraucher ändert sich nichts. Die Trinkwasserversorgung wird gesichert sein, weil die Trinkwasserversorgung eine kommunale Aufgabe, im Wesentlichen eine kommunale Aufgabe ist. Und wir haben hier in der Lausitz, bedingt durch den Bergbau, ja über fast 100 Jahren eine ganz spezifische Lösung gehabt. Und laut dem Einigungsvertrag von 1990 ist es auch festgelegt, dass das eine kommunale Aufgabe sind. Und wir, und das hatte ich bereits erwähnt, sind mit den Wasserverbänden zum jetzigen Zeitpunkt zugange, um für 2018 alles vorzubereiten, dass diese Trinkwasserversorgung bergbauunabhängig ab 2018 gestaltet werden kann. Am Standort Schwarze Pumpe wird dann Brauchwasser für den Industriepark produziert. Außerdem hat sich Vattenfall bereit erklärt, täglich 15.000 Kubikmeter eisenbelastetes Grundwasser zu reinigen. Das Unternehmen will damit zur Gesundung der Spree beitragen.